Als Schriftführer des ungeteilten Chaos begrüße ich die ruinösen vier, mächtigste Chaosgötter und die Geißeln des Materiums. Nurgle, Gott des Verfalls, Vater der Krankheiten und Herr der Pestilenz. Khorne, Gebieter des Schädelthrons, Tyrann der Messingfestung und Bringer des Blutvergießens. Sinch, Wandler der Wege, Seher des Schicksals und Schutzherr der Magie. Und Slaanesh, Prinz der Exzesse, Königin der Ausschweifung und Korrumpierer der Leidenschaft. Einmal mehr haben sich die Titanen des Warp versammelt, um über das Schicksal der Galaxis zu richten. Zerstörung und Verderben werden den heutigen Worten folgen, und die Anhänger des Leichenimperators werden diesen Tag als den Beginn ihres Endes fürchten. Kann das hier mal ein bisschen schneller gehen? Genug von diesem sinnlosen Gelaber. Ich hätte in der Zeit unserer Vorstellung ganze Legionen zerquetschen können. Mein lieber Khorne, wir sind hier doch im Warp. Zeit sollte nicht unser Problem sein. Du Vogel, sollst das Maul halten, verdammt nochmal! Nun, da muss ich ausnahmsweise dem Drahtigen nach unfassbar geistlosen Ochsen zustimmen. Aber wenigstens sollte es uns hier nicht allzu langweilig werden. Ja, das ist schon besser. Du wagst es mir zuzustimmen? Was fällt dir eigentlich ein, du fleischgewordene Wichsfantasie? Vielleicht will er dich nur aufs Korn nehmen. Halt dein Maul, du fetter Schimmelkopf! Meine dunklen Eminenzen, bitte lasst uns dieses Gespräch konstruktiv bestreiten. Beleidigung und das Verstümmeln von Schriftführern hat uns bereits die letzten 666 Versammlungen verdorben. Glücklicherweise habe ich diesmal vorgesorgt. Bitteschön, mit viel Liebe gebackene Chaosgröße. Ich gebe es ungern zu, aber die sind wirklich lecker. Eine Prise Schimmel könnten sie noch mal tragen. Mit Liebe gebacken? Dann weiß ich schon, wohin damit. Würzig. Beim nächsten Treffen bitte eine etwas andere Geschmacksrichtung. Schön, dass wir uns ein wenig beruhigen konnten. Also kommen wir zum ersten Punkt der Tagesordnung. Wie ist das allgemeine Befinden? Ich möchte anfangen. Nun gut, mein Lord Sinch. Wie geht es euch in diesen Zeiten? Nein. Habe meine Meinung geändert. Jetzt will ich als Zweiter. Ah, ja. Sicher. Mein Prinz, wollt ihr beginnen? Alter vor Schönheit. Ich kann mich nicht beklagen. Ich habe einen neuen schönen Tumor in meinem Kopf. Und ich glaube, dieser könnte ein schönes Geschenk für alle meine Kinder sein. Außerdem habe ich eine alte, antike Krankheit von Terra wiedergefunden. Wenn ich diese wieder auf das Universum loslasse, haben die Marines endlich wieder einen Grund, ihren Helm regelmäßig zu tragen. Das ist doch vollkommen bescheuert von dir! Schädel zu erbeuten ist doch viel leichter, wenn die größten Krieger des Imperiums zu dämlich sind, ihren Helm zu tragen! Deine Ignoranz macht mich so wütend! Lord Khorne, bitte! Lord Sinch wollte als Zweiter. Nein, jetzt möchte ich als Dritter. Bei den verfluchten Winden des... Nun gut. Lord Khorne? Nur ich bin wütend! Und das ist gut so! Ich bin fertig! Sicher, wütend. Welch freudige Überraschung. Also, Lord Sinch? Jetzt will ich als Letztes drankommen. Großartig! Ich fühle mich ja schon so ein bisschen unentspannt. Meine Türen stehen sperrangelweit offen, aber kaum jemand will sich in mein Reich verirren. Jene, die es denn doch tun, langweilen mich bereits nach kürzester Zeit zu Tode. Wisst ihr, es kommt mir manchmal so vor, als wären Sterbliche nicht mehr widerstandsfähig, geschweige denn leidenschaftlich. Nach jedem Peitschenhieb schreien sie gequält auf. Und dass einer beim Liebesspiel plötzlich ein Körperteil verliert, war früher einmal ein Zeichen von Hingabe. Das Gejammer ist unerträglich. Vielleicht sollte ich mich direkt in eine Tyranniden-Schwarmflotte begeben und die Jungs einfach machen lassen. Schwarmflotten? Nun, darüber sollten wir definitiv noch einmal reden. Ich notiere mir das mal eben. Aber vielleicht erstmal nun zu euch, Lord Sinch? Jetzt will ich als Erster. Natürlich, gut. Tagesordnungspunkt 2 also. Der Zustand unserer Astartes-Legion. Mein Lord Sinch, nun dürft ihr beginnen. Wie steht es um die Thousand Suns?
Jetzt will ich als Zweiter... Der Witz ist durch! Ja, sehr gut. Also Ariman sucht immer noch verzweifelt die schwarze Bibliothek, um den Flash-Change rückgängig zu machen. Überlege gerade, was für einen Twist ich da wieder einbaue. Vielleicht gaukle ich ihm vor, eine Lösung zu finden, aber anstatt dass die Thousand Suns wieder zu fleischlichen Marines werden, können sie... Zuckerratte werden oder so. Was freue ich mich, das verwirrte Gesicht von Magnus zu sehen. Dass die ganze Bande mir immer noch dient, ist absolut verrückt. Ist das nicht genau das, was du willst? Ja doch. Vielleicht lade ich die Thousand Suns auch mal zu einer Pyjama-Party im kristallinen Labyrinth ein. Mit Topfschlagen und Kissenschlacht. Wie interessant. Bin ich auch eingeladen? Du würdest nicht mal den Eingang finden. Ja, ich bin den Hintereingang. Apropos Hintereingang. Lord Slaanesh, wie steht es um Fulgrim und die Emperor's Children? Ich plane bald wieder 120 Tage auf dem Planeten Sodom zu verbringen. Da wäre es theoretisch möglich... Es fällt mir schwer, das zuzugeben, aber Fulgrim ist ja schon ziemlich appetitanregend. Aber bei allem, was mir unheilig ist, ich glaube, er denkt, zwischen uns könnte etwas Ernsteres werden. Ja, selber schuld, wenn du ihn zu einem Dämonenprimarchen machst. Dabei antworte ich schon gar nicht mehr auf seine WhatsApp-Nachrichten. Und trotzdem schickt mir dieser unterbelichtete Kerl wirklich ein Dickpick zu. Ja, und darauf scheint er sich viel einzubilden. Ich muss schon reichlich verzweifelt und so einiges über den Durst getrunken haben, bis ich auf die Idee komme, ihm meine Scheren in den Arsch zu bohren. Grundgültiger, wenn man schon vom Holzkopf spricht. Allmählich habe ich die Schnauze voll. Es wird ihm zwar nicht gefallen, aber ich schreibe ihm jetzt, dass Lucius einfach den längeren Tentakel besitzt. Dumm gelaufen für ihn, aber darauf stehen meine Anhänger doch. Mein Lord, mein Prinz, bitte keine Mobiltelefone. Erweisen Sie den unsterblichen Weiten des Immateriums und der Bedeutung dieser Versammlung bitte etwas mehr Respekt. Erzähl mir nichts von Respekt, du zu kurz geratene Spreizstange. Mein Lord Korn, alles wie erwünscht mit Angrons World Eaters? Ja, natürlich! Die kloppen sich das Hirn aus dem Schädel! Ausgezeichnet. Wenigstens auf eins kann man sich verlassen. Ja, das Ding ist nur... Ich habe das Gefühl, dass es auch irgendwie backfeiert. Und das macht mich noch mehr wütend. Was gut ist, aber eigentlich nicht. Die Jungs sind so blutdürstig, dass sie sich alle gegenseitig umbringen, wenn sie mal keinen Feind vor sich haben. Scheiße, warum nehmen sie dieses "Es ist mir egal, welches Blut fließt" nur so wörtlich? Irgendwann habe ich keine Legion mehr, wenn das so weitergeht. Scheiße, ich kapiere einfach nicht, wie mein Konzept überhaupt Jahrtausende funktionieren konnte. Korn, mein lieber Grummelkopf. Alles, was du brauchst, ist ein wenig Liebe und Fürsorge. Du lässt dich immer nur mit Schädeln beschenken. Aber wann hast du denn das letzte Mal ihnen was geschenkt? Meiner Chaos-Legion geht's nämlich richtig gut, weil ich mich liebevoll um sie kümmere. Mein pestilenter Herr, stimmt das wirklich? Beim letzten Mal habt ihr doch von einem schweren Streit zwischen Typhus und Mortarion berichtet. Na und? Mich lieben sie und ich liebe sie. Die beiden sind eben wie zwei stinkende süße Welpenkadaver, die sich um das nächste Leckerli streiten. Man kann sie doch nur lieb haben. Also bei mir ist alles Dufte. Beziehungsweise Stinke. Stinkende Welpenkadaver. Sehr gut. Damit gehen wir über zu Punkt 3. Eine sehr schwierige Lage erfordert unser aller Aufmerksamkeit. Oh nein, nicht schon wieder. Neville, lass es! Das Frühstück sitzt mir quer am Magen. Du sollst doch nicht von deinen eigenen Dämonen naschen. Ich begrüße ja Veränderungen an der Atmosphäre, aber selbst ich gerate hier an meine Grenzen.
Warum rülpset und furzelt ihr nicht? Hat es euch denn nicht geschmeckt? Ohohohoho. Schriftführer, deine Kekse sind wahrlich ein Leckerbissen. Danke für diesen bereichernden Beitrag, mein Lord Nörgel. Nun bitte ich jedoch zurück zur Tagesordnung zu kommen. Großmeister Kaldor Drygo vom Imperialen Orden der Grey Knights, ihr wisst alle, wen ich meine, marodiert noch immer ungehindert durch unsere dunklen Gefilde. Bisher sind sämtliche Bemühungen, ihn endgültig aufzuhalten, gescheitert. Kaldor Drygo, oberster Großmeister der Grey Knights. Er macht Urlaub im Warp und macht jeden Dämonen und Verräter zu seiner Bitch. Der Typ! Der ist es, warum Otaran immer so stinkig ist. Und das nicht nur im guten Sinne. Ich versuche ihn immer wieder mit ein paar Tumoren auf seinem Herzen zu trösten, aber es bringt nichts. Dieser Drygo ist ein echter Mümmel. Auch meinen anderen Kindern bereitet er Kummer. Was für ein Paladin brüstet sich denn damit, die Arbeit eines bescheidenen Kleingärtners niederzubrennen? Einer meiner Blutrüster wurde von ihm niedergeschlagen. Nur einer? Dass ich nicht lache. Der Wurm hat meine liebsten 6 Schwestern abgeschlachtet, ohne ihn vorher wenigstens Lust zu verschaffen. Wahrscheinlich, weil sich ein noch viel kleinerer Wurm unter seiner Kleidung windet. Wie bei jedem dieser mit Steroiden vollgepumpten Marines. Ich weiß, wovon ich spreche. Ein leuchtender Paladin im Herzen des Chaos. Ist doch mal was anderes. Wenn es dir so gefällt, dann lass ihn doch mal einen deiner Paläste platt machen, du Spatzenhirn. Ein Tapetenwechsel? Warum nicht? Meine Herren und meine Dame oder mein Herr, Lord Slanisch. Schuldzuweisungen helfen uns nicht. Wir brauchen konstruktive Ideen, um diesen Störpartikel zu entfernen. Wir kotzen ihn an, hoho. Wir boxen ihn. Wir ficken ihn. Wir sind einfach mal nett zu ihm. Das sollte Drygo gut verwirren. Gut, also die exakt selben Vorschläge wie in der letzten Sitzung? Dasselbe? Dasselbe? Um Gottes Willen, dasselbe! 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 Nur toll, Schriftführer. Jetzt hast du sie vollkommen verrückt gemacht. Bist du jetzt stolz auf dich, du schmerzbefreiter Mistkerl? Ja, genau. Du kannst ruhig etwas sympathischer sein. Warum bin ich nicht einfach Bäcker geworden? Meine Herren, ich entschuldige mich aufrichtig für diesen Aufruhr. Vertagen wir das Thema vielleicht erst einmal. Wir müssen sowieso noch eine weitere Sache besprechen. Ezekiel Abaddon, Herr der Black Legion und Auserwählter dieses Rates. Nach mittlerweile 12 gescheiterten schwarzen Kreuzzügen und dem Verlust der Blackstone Fortress Will of Eternity verlangt es nach grundlegenden Veränderungen. Immer das Gleiche, nein, sogar dasselbe. Ich bekomme Kopfschmerzen. Wessen verdammte Idee war es, bitte diesen Typen mit der Asipalme zum Champion zu machen? Meine auf keinen Fall. Meine auch nicht. Er hat eben einen süßen Arsch. Du bist einfach eine Schande für eine Grim Dark Future. Also ich schlage vor, wir erwählen einen neuen Champion. Neuer Champion klingt gut, aber was machen wir mit Abaddon? Ich glaube nicht, dass wir ihm einfach eine Kündigung auf den Tisch legen können. Am Ende will er noch eine Abfindung. Wir müssen ihn ja nicht feuern. Und er muss vielleicht auch gar nichts darüber wissen, dass wir einen neuen Champion erwählen. Wovon sprecht ihr? Nun, was wäre, wenn wir ihn damit beauftragen, die Milchstraße zu verlassen, um Ungeziefer zu zerquetschen? Oh, ich glaube, ich weiß, woran du denkst. Wir schicken ihn einfach auf eine Mission. Kapier ich immer noch nicht. Mensch, Korn, er soll Tyranniden schlachten. Oh, aber das dauert doch. Das ist doch der Punkt. Er soll sich erst wieder blicken lassen, wenn er jede einzelne Schwarmflotte kalt gemacht hat. Das ist ja wundervoll. Schreib das auf, Schriftführer. Natürlich schon dabei. Eine ausgezeichnete Idee, meine dunklen Eminenzen. Aber wen schlagt ihr als Nachfolger vor? Nun, ich versuche mich dieses Mal etwas konstruktiver auszudrücken. Und ich würde euch höflichst darum bitten, mich ausreden zu lassen. Ich sag's mal so, wie es ist. Egal, wen ihr von euren Leuten vorschlagen werdet, sie werden nichts taugen. Nörgel, dein
Deine Dinger sind zu langsam, Sinch, ihr seid einfach nicht zielorientiert genug und Slaaneshs Dirnen wollen doch eh nur bumsen. Ich jedoch bin der Gott des Krieges. Es gäbe keinen besseren, der einen Chaos-Champion stellen könnte. Aber der neue Champion soll doch das ungeteilte Chaos repräsentieren. In der Tat. Und nun mein Kompromiss, oder dieses Wort. Es spreche doch nichts dagegen, wenn jeder von euch meinem Kandidaten ein paar Geschenke macht. Wow, Korn, das ist ja regelrecht weise. Ja, ich konnte mich gut zusammenreißen. Und jetzt stimmt ihr verdammt nochmal zu! Wer wäre denn euer Champion, Lord Korn? Nun, ich hab da diesen Ork namens Tuska. Was? Eine stinkende Grünhaut? Ey! Nicht du. Dieser Ork ist ein absolutes Biest. Ich habe noch nie einen so fähigen und leidenschaftlichen Krieger gesehen. Minute für Minute zerfetzt er meine Dämonen in seinem persönlichen Paradies. Und bis in alle Ewigkeiten wird er seinen Feinden die Eier abreißen. Erregend. Für mich klingt das, als bräuchte er eine Veränderung in seinem Alltag. Ja, Leute, lasst uns den Ork ein wenig aufmotzen. Natürlich, ich schreibe mit. Also, wenn ich das nun richtig verstanden habe. Es ist also der Wunsch eurer Eminenzen, der ruinösen vier Gebieter des Warp und Geißeln der Sterblichen, den Ork Tuska Demon Killer zum neuen Auserwählten des Chaos zu ernennen und ihm im Folge dessen den neuen Namen Tuska Mortal Mosher zu verleihen? Ja? Sehr wohl. Als Teil seines Aufstiegs wird ihm also das Mal des ungeteilten Chaos zuteil. Die größte Ehre, die dieser Rat vergeben kann. Dieses Mal trägt immerhin ein Geschenk jeder dunklen Eminenz. Und die Geschenke sollen wie folgt aussehen. Lord Nörgel verleiht ihm juckende Pusteln, aus denen beim Kratzen Nörglinge herausspringen. Besser geht es nicht. Weiterhin eine fiese Erkältung und eine Allergie gegen tyrannische Birke? Warum auch immer? Die Gaben des Prinzes der Lust bestehen aus 5 psionisch aufgeladenen Anal Beads, sowie einem Energiestrap-on, den er fortan wie ein Einhorn auf der Stirn zu tragen. Bei den finsteren Weiten wirklich? Mhm. Nun gut. Und zu guter Letzt vermacht ihm Lord Sinch seine persönliche Sammlung von stets wandelnden Sommerkleidern sowie einen Sombrero für besondere Anlässe. Kann man machen. Und eine Zipfelmütze für Geburtstage. Gut, ich glaube, ich habe damit alles notiert. Auf jeden Fall. Ausgezeichnet, meine Lordschaften. Damit verkünde ich feierlich das Ende der ersten erfolgreichen Ratssitzung seit 15.000 Jahren und endlich mal ein Treffen ohne Blutver... Oh nein. Kekse für den Schädeltron! Wollt ihr denn keine Krümel für ein Vöglein aufheben? Ich fick dir gleich die Scheiße raus und danach darfst du brav ablutschen. Oh, das gibt mir auch sonst nicht wieder nicht Ruhe. Stirb! Ich bin hier das grüne Monster! Abbremmer, schwarzer Kater! Hokus Pokus, Fliegenputz! Gutes Meeting, Jungs und Tramse. Auf dem Parkplatz noch ein Bierchen? Wir werden es herausfinden. Ach nein, Korn. Für dich sicher ein Körnchen. Klassiker. Naja, ich habe eine CD vom alten Terra im Handschuhfach gefunden. Sie haben ihn nicht mal gegessen. No cookies for the Emperor!